Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder ein bisschen anderes Video. Heute gibt es so ein kleines Shopping-Video für Collector, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar wollen wir heute ein paar Marken wieder mal raushauen. Diesmal sind es nicht die Nordend-Marken, die hatten wir das letzte Mal gemacht, die Juweliersymbole von Dalaran, sondern wir wollen diesmal die Symbole des erhabenen Juweliers raushauen. Und davon habe ich auf meinem Worry und meinem Shami zusammen insgesamt 536. Ich habe in den WoW Head-Kommentaren gelesen, dass ich, wenn ich es optimal mache, 525 brauche. Ich habe das jetzt hier gerade nochmal durchgezählt. Irgendwie komme ich auf was anderes, habe dann aber auch festgestellt, dass zwei Händler irgendwie dieselben Sachen verkaufen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir werden gleich sehen, wie viel wir wirklich brauchen und ja. Wo kriegen wir diese Dinger her und was bringen die uns eigentlich? Die Teile kriegen wir einmal in SW bzw. der Hordle, wahrscheinlich in Orgrimmar, beim Juwe-Händler. Da ist dann jeden Tag eine Daily-Quest, da müssen wir irgendwas, also wenn dann so Steinchen herstellen oder irgendwelche Mobs umklopfen. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir halt eine Marke pro Tag. Heißt, wenn ihr da halt 500 irgendwas holen wollt und das mit einem Char macht, dauert das halt erstmal 1,5 Jahre. Ne? Also da seid ihr ein bisschen beschäftigt. Ich habe das jetzt mit 2 Chars gemacht und dementsprechend hat es nur ein Dreivierteljahr gedauert, das Ganze zusammenzufahren. Juti, was können wir jetzt damit holen? Wir können einmal Rezepte kaufen. Hier seht ihr die kosten verschieden viele Marken. 2, 3, 5 und 6 waren, glaube ich, auch irgendwo dabei. Und ja, die will ich mir jetzt mal holen. Diesmal habe ich mein Worry hier schon ein bisschen in Juve höher geskillt. Und die ganz Hohe-Skill-Rezepte werde ich dann mit dem Shami kaufen, weil der hat Juve auf Maximum. Es gibt hier auch ein Item, wo man dann random Rezept rauskriegt. Ich vermute nur von dem Händler. Ich weiß es aber nicht. Wir werden uns mal überraschen lassen. Gut, Makro ist auch am Start, was ich mir letztes Mal erstellt habe, zum schnelleren Kaufen. Und dann würde ich sagen, pack mal die Dinger einfach mal raus. Und gucken mal, wie es aussieht. Nachher werden wir dann auch noch einmal schauen gehen auf hier Data for Azeroth, wo wir dann im Ranking stehen. Das machen wir dann aber nachher, wenn ich einmal umgeloggt bin. So, das sind jetzt doch einige Rezepte. Normalerweise muss man hier immer bestätigen, ja, ich will das wirklich kaufen. Ich habe jetzt halt mir über F-Stack, das ist so ein Befehl, den man im Chat eingeben kann, quasi einen Makro erstellt, um einfach zu sehen, quasi über F-Stack kann ich sehen, wie der Button heißt, dann kann ich den auslesen und mir ein Makro erstellen, dass ich dementsprechend hier die Sachen direkt bestätigen kann. Da muss ich dann nicht jedes Mal hier ja okay klicken, sondern muss einfach nur das Zeug kaufen. Ist recht angenehm, vor allem wenn man jetzt wie ich hier ewig viele von diesen Rezepten holt. Ich kaufe mir jetzt hier mit dem erstmal die ganzen günstigeren und vor allem die, wo man Loran Skill braucht. Ich habe jetzt auf kurz vor 60 geskillt mit dem Char. Blöderweise sind auch nicht mehr sonderlich viel mehr Mats im Auktionshaus und dementsprechend muss ich jetzt hoffen, dass das hier so ausgeht, ne? Dass ich einen Haufen günstige Rezepte holen kann, die auch niedrigen Skill benötigen, aber es dürfte ausgehen. Mit dem habe jetzt ich gleich keine Marken mehr. So, okay, die kann ich nicht kaufen, da braucht man 75er Skill. Ich habe aber nur noch 8 Marken, da werden wir dann gleich nochmal gucken, was wir da noch kaufen können mit. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich die gleichen Rezepte sind bei dem anderen Händler, ne? Also ich habe jetzt mal alle Rezepte bei allen 3 Händlern zusammengezählt, dann bin ich auf über 800 Marken gekommen. Wenn aber die 2 die gleichen haben, dann müsste man mit den 500 irgendwas hoffentlich hinkommen. Aber wir werden sehen. Jetzt ist halt noch die Frage, wie es dann bei dem Typen aussieht. Da soll man ja dann Random-Rezepte kriegen. Ich hoffe, dass das wirklich nur die Random-Rezepte von dem Händler aus sind. Und nicht die anderen. Wenn das so sein sollte, dass man alle kriegt, dann habe ich halt ein Problem, ne? Weil ich es halt auf 2 Chars verteilt habe. Und dann kriege ich wahrscheinlich auch die von den anderen und dann werde ich wahrscheinlich nicht alle vollkriegen. Ich kann es euch jetzt auch einmal zeigen. Wo haben wir es, Juve? Also ich habe jetzt den geskillt auf, wie ihr hier seht, 59. Höher bin ich nicht gekommen. Da waren dann auch keine Mats mehr drin. Und das Problem ist halt, dass die ganzen Sachen hier auch grün sind, ne? Also, da geht nicht mehr sonderlich viel. Eventuell könnte ich hier diese paar Steinchen noch raushauen. Vielleicht kriege ich den letzten Skillpunkt noch. Sollen wir das mal probieren? Ich habe hier noch ein paar grüne Steine. Vielleicht kriege ich den einen Skillpunkt noch. Schaut eher schlecht aus. Okay, das hat einfach gar nichts gebracht. Jetzt haben wir einen Haufen Zeug rausgehauen für nix und wieder nix. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Orange.
Ah doch, ich habe 60 habe ich erreicht. Okay, passt. Dann können wir vielleicht nochmal ein paar höhere kaufen. Ich weiß jetzt nicht, die anderen, ob die jetzt Stufe 60 waren oder 65. Müsste ich gleich nochmal gucken. Okay, hier wird im Streamchat schon geschrieben, du kriegst nur die Rezepte von dem 75er-Händler. Ich hoffe mal, das ist so, ja? Vorsicht vor den Rezepten, die 5 Marken kosten, wenn der Codex 4 kostet und du nicht weißt, was drin ist. Nicht die Rezepte für 5 kaufen. Ja, genau, das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also zumindest nicht bei dem einen Händler war ich noch gar nicht. Also ich habe auf WoW-Head nachgelesen gehabt, dass wenn du alle Rezepte, also einfach die Rezepte an sich kaufst, dass du über 600 Marken brauchen wirst. Und wenn du es bei dem einen Händler machst mit dem Codex, wo du quasi nur 4 Marken brauchst, was du insgesamt auf 525 zusammenkommst, ne? Jetzt gibt's halt bei dem anderen Händler auch Epic-Rezepte, die quasi 5 Marken kosten. Also, ich hoffe jetzt mal nicht, dass die bei dem Codex mit dabei sind, ne? Aber das werden wir dann gleich sehen. Es sind halt einfach scheiß viele Rezepte hier, seht es. Das Gute ist, ich bin ja so ein bisschen dabei, im Data for Azeroth in diesem Ranking hochzukommen, beziehungsweise auch im All the Things, ne, dass ich da die Sachen wegkrieg. Und das gibt natürlich dann ordentlichen Push. Da warte ich jetzt hier schon, wie gesagt, ja, ein Dreivierteljahr, ne? Ist das fast, dass ich jeden Tag diese Dailies gemacht habe. Es ist immer nicht viel Aufwand. Was ein bisschen eklig ist, ich bin hier auf dem Lowpop-Server und man braucht dann halt meistens, also oft ist eine Quest, schleife 3 Steine, ne? Und dann brauchst du halt diese grünen Steinchen. Und ich habe mir halt oft auch immer Haar gekauft und teilweise kosten die halt richtig Asche, diese Dinger. Ne? Also manchmal sind halt keine Maha, das sind 5 Dinger drin, da kostet einer 500 Gold. Und dann wird es halt schon teuer, wenn du da jeden Tag da 3 Stück von brauchst. Und dann gibt es aber eine Quest, da musst du einfach nur so Mobs abschmeißen. Das ist immer die beste, die kostet gar nichts, musst einfach hier diese ganzen Typen targeten, so einen Staub ausprobieren, geht irre schnell. Und dann gibt es noch eine, da musst du Elementare aus Cutter killen. Da brauchst du 10 so Elementarglibber oder wie das Zeug heißt. Einfach nach hier Dilpulm gehen. Direkt nach dem Portal sind ein Haufen Elementare, da hast du 10 Stück in 2 Minuten zusammen, wenn überhaupt. Da ist das längste tatsächlich der Weg, aber man hat ja hier in SW schön den Port, da ist es relativ gechillt. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, jetzt schauen wir mal hier rein. Also das sind jetzt, hier gibt es halt noch welche für 5, da brauche ich aber einen 75er Skill, also da wird schon mal nix. Dann, na gut, das könnte ich theoretisch lernen, das brauchen wir nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie es bei dem Händler ist. Okay, also die habe ich jetzt auch alle gelernt, ne? Das sieht gut aus. Also der hat anscheinend dieselben Rezepte wie der andere. Gut, es sind jetzt halt hier 8 Marken über. Und die kann ich alle nicht holen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Dann würde ich sagen, lassen wir die 8 Marken jetzt erstmal drin. Damit kann ich jetzt eh nichts anfangen, bevor ich nicht geskillt habe. Und hoffen wir mal, dass wir mit dem Shami hinkommen, dass wir die restlichen alle holen können. Wir werden sehen. Vielleicht muss ich dann doch nochmal skillen. Gut, dann loggen wir jetzt hier mal aus und loggen wir dem Shami einmal ein und dann können wir ja schon mal gucken, wie viel wir auf Data for Azeroth Plus gekriegt haben. Und zwar haben wir jetzt hier die Seite. Ich war jetzt quasi nach den Wottel-Geschichten, also ich habe diese ganzen Wottel-Marken hier ausgegeben habe, bei 7503, ne? Bin immerhin schon World Rank 17 mit. Und jetzt können wir einmal den Char hier nochmal updaten, das war der Worry. Vor 26 Minuten haben wir das letzte Mal abgedatet. Gucken, was er dann sagt. So, der ist einmal abgedatet. Gucken wir mal rein. Ah, es sind nochmal fast 80 mehr, ne? Jetzt sind wir auf World Rank 11. So langsam wird es doch. Ja, 79 Dinger haben wir mehr. Mal gucken, was wir jetzt mit dem Shami noch holen können. Okay, das lädt jetzt hier noch ein bisschen. Sollen wir mal gucken, wo der erste ist aktuell? Der ist bei 7669. Okay, da bin ich schon mal ein Stück weg von. Das sind schon noch mal einige, ne, an Sachen. Aber ich denke mal so 50 bis 50 aufwärts müsste ich noch mal kriegen. Also ich denke mal irgendwo hier Platz 3 müsste ich eigentlich kriegen, schätze ich mal. Vielleicht auf Platz 2. Platz 1 wird glaube ich, tough.
Ah, jetzt stehe ich hier noch bei dem anderen Händler, ne? Da habe ich vorhin die Wattelmarken alle ausgegeben. Und bei den Wattelmarken war es so, ich habe mich zum einen verrechnet, ne? Anscheinend ein bisschen. Und zum anderen habe ich anscheinend irgendwann mal schon diese Wattelmarken gefarmt und hatte da schon einige. Wir können jetzt auch mal gucken. Das leckt jetzt ein bisschen, wenn ich hier All the Things aufmache. Wir können jetzt einmal gucken, was mir All the Things sagt. Halt, stopp, hier, Juve. Also, es sind jetzt hier noch 79 Juve-Rezepte. Das Ding ist, eins ist hier ein Cutter, ne? Das bin ich jetzt schon seit Monaten am Farmen von so einem Boss von Odin in den Hallen der Tapferkeit. Das will einfach nicht droppen. Und dann müssten aber in Cataclysm noch, glaube ich, drei oder vier Rezepte sein, die dementsprechend blöderweise hier... warte mal, ist das der richtige? Den hier brauche ich, glaube ich. Die blöderweise bei so einem World Boss aus Cutter oder die nur bei den World Bossen droppen können. Gut, wie viel brauche ich jetzt von den Teilen? Jetzt kaufe ich mir einfach mal 40. Ah, das geht nicht. Das mit so. Foliant. 40 Stück. Oder brauche ich da mehr? Warte, wie viel hat der an Rezepten? 108. Ich kaufe mir mal 50. Das sind 200 Marken. Schauen wir mal, was ich da jetzt an Rezepten rauskriege. Oder wenn ich das jetzt mache, kriege ich dann das Random-Rezept? Ah ne, ich lerne direkt eins. Ah ja. Ich hoffe halt, dass das jetzt nur die von dem Händler sind, ne? Das Problem ist, also wahrscheinlich ist es halt so, dass man nur welche lernt, die man noch nicht hat. Wenn es jetzt aber von einem anderen Händler sind, dann habe ich die ja mit dem Char auch nicht. Und Blizzard checkt es ja nicht, dass ich mit dem anderen Char schon gelernt habe, ne? Also das wird halt die Problematik sein. Wirst auf Platz 2, glaube ich, landen. Das könnte sein, ja. Könnte sein, Platz 1 nicht möglich. Wegen den entfernten Rezepten. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Es sind ein Haufen Rezepte aus dem Spiel rausgefallen. Mit dem Revamp zu Cataclysm. Da sind ja die alten Classic-Zonen neu gemacht worden. Und da gab es dann halt auch einige Rezepte, die man nicht mehr erhalten kann, ne? Die gab es über irgendwelche Quests oder über irgendwelche NPCs, die halt einfach rausgeflogen sind aus dem Spiel. Sehr ärgerlich. Und irgendwie in Burning Crusade gab es früher auch mehr Rezepte. Und da hat Blizzard auch welche rausgenommen. Da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht so ganz, warum da die Rezepte rausgeflogen sind. Weil da wurde ja eigentlich nichts neu gemacht, ne? Aber da fehlen auch ein paar. Das Gute ist, einige von den alten Rezepten gibt es über bestimmte andere Wege. Und zwar habe ich gesehen gehabt und auch die Rezepte schon geholt. Blizzard hat beim Time Walker Händler tatsächlich eine Handvoll alte Rezepte für alle möglichen Berufe rein, ne? Also die rausgeflogen sind. Und es gibt eins, wo Quests oder auch so Kisten, wo man alte Rezepte rausholen kann, die früher von einem anderen Spot gedroppt sind. Unter anderem, ich glaube, Schmiedekunst gab es in der Sengenden Schlucht aus so einer Special-Kiste. Irgendwo unten in der Lava zum Beispiel ein Rezept raus. Ich glaube, da habe ich auch Videos zu gemacht, zu diesen Sachen. Das sind halt auch alte Rezepte, das hat Blizzard dann mal wieder reingebracht. Blöd ist halt bloß, dass sie es bei manchen gemacht haben, aber nicht bei allen. Ne? Die gehen immer so den Weg nur halb und machen es dann halt nicht zu Ende. Heißt, wenn man seit Classic Rezepte am Farmen ist und immer alles mitgenommen hat, hat man halt ein bisschen mehr als andere. Ne? Das Ding ist, mit Leder und Schmied sieht es bei mir gut aus. Da habe ich eigentlich die meisten alten. Auch so Sachen wie zum Beispiel aus Zul'Gurub, na, da gab es auch Rezepte. Aber mit halt vielen anderen Rüstungsklassen oder anderen Berufen habe ich die Sachen halt nicht alle geholt. Das ist ein bisschen blöd. Kannst dir ja mal Platz 4 den Mimik angucken und mal gucken, welche entfernten Rezepte dir noch fehlen. Achso, warum, was ist bei dem? Fehlen ihm noch viele Entfernte? Oder hatte die alle? Na gut, wenn man jetzt natürlich die ganzen Entfernten hat, aber noch aktuelle fehlen, dann ist kein Stress, dann kann man da halt irgendwann nochmal höher kommen. Also seht ihr mal, so viele fehlen mir jetzt hier gar nicht mehr. Was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plus die 5, also wahrscheinlich 19 oder so, muss ich mir dann noch kaufen für das Ding. Ich hoffe, das geht aus. Wie viele Marken habe ich denn jetzt hier noch? Weil ich muss ja drüben bei dem anderen Händler auch noch welche holen.
glaube, ich habe keine 100 mehr, ne. Das wird aber eng. So, warte mal, das steht doch bestimmt hier auch drüber, wie viel das jetzt noch sind. Ne, das steht nicht dran. Jetzt kaufe ich mir nochmal 10, weil ich weiß nicht, ob ich die dann zurückgeben kann. Dann werden wir es sehen. Aber ich denke mal, es geht aus. Weil drüben waren es, glaube ich, noch so irgendwas 8, 9, 10 epische Rezepte A5, ne? Wenn es 10 sind, brauche ich 50 Marken. Ah, das wird aber ums Arschlecken knapp. Wobei, hier würde ich es ja auch sehen, ne? 22 Rezepte sind da jetzt unter Cutter noch drin. Wenn der seine möglichen Rezepte noch holt, ist er bei 770. Okay, das ist natürlich krass. Dann hoffen wir mal, dass er das in nächster Zeit nicht macht. Okay, jetzt sind es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich aber nur noch 28 Marken. Ich glaube, da wird das nichts mehr mit den ganzen, weil da waren noch einige für 5 jeweils Marken drin. Ah, ich glaube, alles kann ich mir nicht kaufen. Dann hat das leider nicht gestimmt mit den 525. Dann hat sich der auf WoW Head verzählt. Weil mit dem anderen habe ich noch 8, aber die Rezepte kann ich dann nicht kaufen. Dann muss ich, wenn dann, mit dem noch ein paar Mal die Dailies machen. Oder... Ja, seht ihr, das sind schon noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück sind das noch. Ja, krass. Das sind alle auf 75, ne? 1, 3, 4, 5. Und dann fehlen aber noch 4. So, jetzt gucken wir mal rein, was mir jetzt noch fehlen würde. Also 1, 2, 3, 4, ne? 4 Stück fehlen mir jetzt noch. Gut, theoretisch mit dem einen 8 Mark, mit dem anderen 3. Ich könnte mir eigentlich noch 2 kaufen. Aber mit dem einen müsste ich halt erst skillen, oder? Ich mache halt mit dem jetzt dann noch ein paar Tage die Daily. Jetzt gucken wir mal rein. Ja, das sind die letzten Rezepte. Und dann sind da aber auch noch eins, wo von diesen World-Bossen dabei. Genau, das sind die Kronen, ne? Das sind jetzt die 4 und dann die Kronen. Gut, schade. Also ich muss jetzt noch ein paar Tage die Daily machen. Vielleicht skill ich den anderen dann auch nochmal hoch. Das muss ich mal schauen, wie wir es dann handhaben, dass wir schneller fertig sind. Sonst müsste ich mir mit dem 20 Marken, heißt, dann müsste ich nochmal 17 Tage die Daily machen. Uff. Gut, jetzt logge ich aber hier mal aus. Dann tun wir den auch mal updaten. Dann schauen wir mal, auf was für ein Platz wir jetzt sind. Hat es nicht so ganz gestimmt, ne, mit der Geschichte. Also... Daten wir nochmal ab. Ah ne, warte mal. Das macht keinen Sinn. Hier muss ich updaten. So. Mal schauen, ob wir auch damit, dass wir nicht alle geholt haben, genug haben. Okay. Dann sind wir jetzt damit... bei 7653 und damit sind wir auf Platz 2 sogar. Nicht mal knapp, so ein 13 mehr, ne? Also 4 kriege ich jetzt noch beim Händler und dann sind es noch ein paar Rezepte, die ich über andere Wege kriegen kann. Können jetzt auch mal reingucken, theoretisch, was jetzt noch offen ist. Rezepte, das sind jetzt alle Rezepte, 14 Stück sind es noch, ne? Das sind diese Kochrezepte, fehlen mir noch ein paar. Ein paar Juwelsachen, ein Schneiderhelm. Aber mit 14 Stück komme ich, glaube ich, trotzdem nicht hin, oder? Wenn ich jetzt sage, 14 Rezepte mehr. 60, 67. Ich bin 2 drunter. Schade, schade. Also den ersten kriege ich leider nicht mehr. Außer Blizzard macht vielleicht nochmal irgendwelche neuen Sachen rein. Damit sind wir aber ein bisschen im World Ranking hochgegangen. Und zwar sind wir jetzt auf Platz 7. Ah, okay, auf den fehlen mir noch 100 Punkte.
bisschen mehr als 100 Punkte, aber sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Das ist auch der, der quasi diese Seite betreibt, ne? Also hier dieses Leaderboard, Data for Azeroth. Das wäre mal wieder ganz nice, den zu catchen. Gut, das war es jetzt dann mit den Cuttermarken. Bedeutet für mich, ich glaube, ich versuche jetzt mit dem Worry nochmal irgendwie ein bisschen hoch zu skillen. Und dann werde ich die Tage noch ein paar Marken farmen, um die restlichen Rezepte zu kaufen. Also ein bisschen verzählt haben wir uns. Wahrscheinlich braucht man dann eher 540 Marken, schätze ich jetzt mal, irgendwie so im Dreh rum und nicht 525. Gut, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.